den König kommen, mächtig und in Herrlichkeit. Die Erde bebt, die Erde bebt, ja. Ich sehe seine Gnade, uns von unserer Schuld befreit. Und jeder singt, und jeder singt. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ich sehe seine Gemeinde, die ihn in der Welt bezeugt und für ihn lebt, und für ihn lebt. Ich sehe eine Erweckung, wenn wir ernsthaft um sie flehen. Es kann geschehen, es kann geschehen. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. Heil mein Herz und mach es rein. Lass Verborgenes für mich sichtbar sein. Zeig mir, wie man liebt, so wie du mich liebst. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Ich will leben, Herr, in deinem Licht. Bis ich dann zu dir heimgehe, in die Ewigkeit. Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe. 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 Hosanna in der Höhe. Hosanna in der Höhe. Wie immer, 5 Minuten vor Beginn der Heiligen Messe wollen wir nochmal an alle erinnern, für die heute im Selfkant in den unterschiedlichen Heiligen Messen gebetet wurde. Jahrgedächtnis Wilhelm Schmitz, Sohn Peter und Urenkel Jannik, Gottfried und Gertrud Ruhrs, geborene Kleinen, verstorbene Kinder, Lebende und Verstorbene der Familie Schmitz-Ruhrs. Gertrud Maria Schepers, Franz Pfingsten, Pierre Geilen, Bertha Grein und Stiftungsmesse für Elisabeth Merz. Und wir wollen beten für Jahrgedächtnis Hedwig Plümeckers, geborene Penners und verstorbene Angehörige, Jahrgedächtnis Anni und Leo Beckers und Maria und Josef Plum, Robert Hülden, Eheleute Josef und Helene von Kempen,
Eheleute Karl-Heinz und Katharina Schmitz, geborene Holter und Sohn Theobert. Jahrgedächtnis Matthias Plümeckers und Stiftungsmesse Franz Josef Roberts. Und in dieser Heiligen Messe beten wir ganz besonders für Marinus und Clara Engelen und lebende und verstorbene Angehörige. Herr, schenke Ihnen und allen unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in deinem Frieden. Ich wünsche allen gute Andacht, eine schöne, gesegnete Feier. Mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr.
Tröster, mein Helfer. Du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich vor dir. Du bist hoch erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt. Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Ruf zu dem Herrn. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt. Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen dich, du hast Großes getan. Wir kommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Dank sei dir, Herr. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Ja, dank sei dir, Herr. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Dank sei dir, Herr. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich gut. Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch. Ich begrüße alle sehr, sehr herzlich bei Radio Horeb hier in der Kirche und alle, die mit uns verbunden sind am Internet zur Feier der Heiligen Messe heute, wo wir uns auf das Ende des kirchlichen Jahreskreises zubewegen. Im Monat November, wo die Blätter von den Bäumen fallen und die Tage kürzer werden, da denken wir an den Tod, an die Vergänglichkeit der Welt. Und heute ist auch an vielen Orten der Volkstrauertag begangen worden, auch gestern Abend schon. Und ich bin froh und dankbar für all diese guten Traditionen, dass wir angesichts des Leids und der Trauer nicht sprachunfähig sind, sondern dass wir Kulturen und Ausdrucksformen haben, wie wir mit all diesen Dingen umgehen. Und die Evangelien, die am Ende des Kirchenjahreskreises eben auch in die Richtung weisen, unsere Welt ist vergänglich, aber sie drücken auch sehr viel Hoffnung aus. Ich singe ja gerne und ich habe auch jetzt in den letzten Tagen das Lied Oh When the Saints gesungen und da kommt ja auch drin vor in dem Text, dass der Mond nicht mehr scheint, dass die Sterne vom Himmel fallen und ja, dass alles eben erschüttert wird, so wie wir es heute auch gleich im Evangelium hören. Aber dann ist ja doch der Tenor des Liedes, dann ziehen die Heiligen in den Himmel ein. Dann lass mich auch dabei sein, Herr, then I want to be in that number. Also nicht nur alles wird erschüttert, sondern es gibt auch etwas, was bleibt, was fest ist und was uns keiner nehmen kann. Das ist unsere Gemeinschaft mit Gott. Und so ist die Feier der Heiligen Messe jetzt ein Lichtblick in der Dunkelheit dieses Monats. Und ich hoffe und ich bete, dass es auch für viele, die jetzt hier mit uns verbunden sind, denen es vielleicht sehr schlecht geht, die leiden, die traurig sind, sei es unter Depression, sei es unter dem Verlust von Menschen, sei es auch unter körperlichen Schmerzen, dass diese Feier der Heiligen Messe jetzt für uns alle ein Lichtblick sein möge in der Dunkelheit dieser Zeit. Und wir rufen zum Herrn und bitten ihn
um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Lichtblick in der Dunkelheit bist. Wir danken dir, dass es wirklich so ist, wenn wir uns dir zuwenden, dann schenkst du uns deine Liebe und deine Gnade. Wir danken dir aber auch, dass wir fest glauben, dass jedes Kreuz, das wir tragen, genau das Richtige für uns ist, jetzt in dieser Zeit. Und dass du das gebrauchst, um uns zu heilen und um uns näher zu dir zu führen. Und so rufen wir. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Jesus, du bist in die Welt gekommen, um uns von der Sünde zu erlösen. Und du willst, dass unser Herz rein bleibt und nichts Böses in unser Herz eindringt. Äußerlich erleben wir viel Böses in unserer Welt, auch um uns herum. Aber bitte bewahre unser Herz. Und wenn wir gesündigt haben, dann verzeihe uns. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Jesus, durch die Tradition der Kirche durften wir lernen, dass die heiligen Messen auch den Verstorbenen zugutekommen. Und wir wollen auch unsere Verstorbenen nicht vergessen, unsere lieben Angehörigen, aber auch die, für die niemand betet, und auch die schlimmsten Sünder. Und so rufen wir. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Der gütige Gott erbarme sich unser, er verzeihe unsere Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Gloria. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Herr Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm an unser Gebet. Du nimmst hinweg die Schuld der Welt, erbarm dich unser Gottes Lamm. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, der Herr. Jesus Christus mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der Friede unter uns. Lasset uns beten. Gott, du Urheber alles Guten, du bist unser Herr. Lass uns begreifen, dass wir frei werden,
Wenn wir uns deinem Willen unterwerfen und dass wir die vollkommene Freude finden, wenn wir in deinem Dienst treu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Daniel. In jener Zeit tritt Michael auf, der große Engelfürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Dann kommt eine Zeit der Not, wie noch keine da war, seit es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Doch dein Volk wird in jener Zeit gerettet, jeder, der im Buch verzeichnet ist. Von denen, die im Land des Zaubers schlafen, werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmach, zu ewigem Abscheu. Die Verständigen werden strahlen, wie der Himmel strahlt. Und die Männer, die viele zum rechten Tun geführt haben, werden immer und ewig wie die Sterne leuchten. Wort des lebendigen Gottes. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten. Ich wanke nicht. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit, denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis und lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Mein ganzes Glück bist du allein. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner Rechten Wonne für alle Zeit. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Lesung aus dem Hebräerbrief. Jeder Priester des alten Bundes steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Jesus Christus aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde ihm als Schemel unter die Füße gelegt werden. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Wo aber die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Sündopfer mehr. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Wacht und betet alle Zeit, damit ihr hintreten könnt vor den Menschensohn. Sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: In jenen Tagen nach der großen Not, da wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel aussenden und die von ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Das ist die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man jetzt über das Ende der Welt spricht und man guckt alles an, was in der Bibel über das Ende der Welt gesagt ist, dann ist das doch sehr komplex und auch nicht leicht, alles so auf eine Reihe zu bekommen. Da stehen so viele Dinge drin, in der Apokalypse zum Beispiel, jetzt hier, was Jesus gesagt hat. Und es ist auch so, wenn es etwas gibt, was nicht leicht zu verstehen ist, dann drückt Jesus das oft in einer Spannung aus. Das hört sich dann an wie ein Gegensatz. Zum Beispiel einmal sagt er, ja, guckt mal auf den Feigenbaum, dann sieht man ja, wann der Sommer kommt, also könnt ihr es wissen, wann es vor der Tür steht. Aber am Ende sagt er, es weiß eigentlich keiner. Und es gibt ja so auch jetzt viele Leute, die sagen, ja, wir leben jetzt in der Endzeit und Jesus hat ja gesagt, mit dem Feigenbaum und so, man kann das doch erkennen an den Zeichen, guck dich doch mal um in der Welt. Und dann, aber auch hier gilt immer wieder, ja, aber man weiß es ja wirklich nicht, wenn Jesus höchstpersönlich gesagt hat, keiner weiß es, nicht einmal die Engel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater, dann könnten wir ja nicht sagen, dass wir es wissen. Das heißt also, hier ist eine Spannung. Und wenn man eine Spannung hat, da nennt man das auch ein Geheimnis. Und solche Spannungen gibt es ganz viele in unserem Glauben und auch in unserem Leben. Beispielsweise die Spannung zwischen Gottes Gerechtigkeit und Gottes Barmherzigkeit. Beides ist richtig. Er ist auf jeden Fall gerecht, aber er ist auch auf jeden Fall barmherzig. Auch wieder eine Spannung. Und das nennt man ein Geheimnis. Es gibt einen Unterschied, jetzt nur zum Denken, zwischen Geheimnis und Rätsel. Bei einem Rätsel gibt es eine Lösung. Da muss man nur klug genug sein und lange genug überlegen und am Ende hat man die Lösung. Dann weiß man, wie es zusammenpasst. Ein Geheimnis ist dadurch definiert, dass es keine Lösung gibt in dem Sinne. Man kann nur sagen, das eine ist richtig, das andere ist richtig, aber letztlich können wir es nicht ganz verstehen.
Dann gibt es aber auch welche, die sagen, na ja, wenn es so geheimnisvoll ist, dann brauchen wir auch gar nicht darüber reden. Dann ist es auch egal. Ne? Wo man nichts zu sagen kann, genau davon soll man lieber schweigen, haben auch Philosophen beispielsweise gesagt. Ne? Und das ist aber auch nicht richtig, weil wofür hat denn Jesus uns alles offenbart? Wofür ist denn Jesus gekommen? Wofür spricht denn Jesus zu uns? Wenn wir dann sagen, ach, ist sowieso nicht so wichtig, kapiert eh keiner, dann lassen wir es mal lieber. Nein, Jesus hat sich offenbart und er hat uns sein Herz offenbart. Es ist ja wie bei einem Menschen auch. Jeder Mensch ist auch ein tiefes, unergründliches Geheimnis. Und dann sage ich doch nicht, ach, ich verstehe dich sowieso nicht, brauchen wir gar nicht mehr weiterzureden. Das wäre doch schrecklich, ne? Natürlich, wir offenbaren uns, wir reden miteinander, genau um etwas von diesem Geheimnis, was in unserer Seele ist, zu äußern, sich äußern, das Innere, was in unserem Herzen ist, nach außen zu tragen, durch Worte, durch Reden. Und damit tut sich das Geheimnis des anderen für uns noch mehr auf. Und trotzdem entsteht eine Liebe, es entsteht eine Begegnung zwischen den Menschen. Also wir sind sich offenbarendes Geheimnis und man bleibt wie eine Quelle. Man kann sich nicht die Quelle jetzt in die Tasche stecken und ich nehme mir die Quelle mal mit nach Hause. Das zerrinnt zwischen den Fingern. Die Quelle sprudelt und sprudelt, sie gibt mir Wasser, ich darf davon trinken. Ich kann jederzeit an die Quelle gehen, aber sie gehört mir nicht. Und so ist es mit der, wenn ich mein Herz, das Geheimnis meines Herzens äußere, jemand anders etwas erzähle von mir. Die Quelle, die bleibt hier in mir und trotzdem kann ich den anderen von der Quelle trinken lassen und umgekehrt. Also Geheimnis ist überhaupt nichts Schlimmes, ist überhaupt nichts Schlechtes, ist nichts Negatives, ist nicht was, was man unbedingt knacken muss. Ich muss nicht den anderen durchleuchten wie auf dem Röntgenbild und jetzt habe ich alles von ihm verstanden, das wäre schrecklich. Es ist gut, dass wir Geheimnis bleiben und es ist gut, dass Gott auch Geheimnis bleibt. Aber das heißt nicht, dass man sich deswegen nicht mit dem, was Gott gesagt hat, beschäftigen müsste. Also wir lesen die Heilige Schrift, wir hören, was Jesus uns offenbart hat und er offenbart uns das göttliche Geheimnis, von dem wir vieles lernen, vieles wissen, aber nicht alles komplett durchschauen können. Aber das, was wir durchschauen und das, was wir verstehen können, das sollen wir auch ernst nehmen. Und hier zum Beispiel, was ich wichtig finde, sagt Jesus, dass das Ende der Welt sehr konkret passiert und dass er wiederkommen wird, sogar steht noch genau auf den Wolken. Paulus beschreibt das auch, da sind auch noch Trompeten dabei, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt sagt natürlich der Intellektuelle, ach, ist ja nur symbolisch zu verstehen. Ne? Also wir wissen da sowieso nichts drüber und ja, das sind so Bilder, bildliche Sprache. Ne? Aber wenn ich jetzt mal überlege, Gottes Schöpfung ist ja auch sehr konkret. Und die Menschwerdung in Bethlehem, das war jetzt nicht symbolisch, sondern da ist wirklich der Gottmensch Jesus konkret auf die Welt gekommen. Die Eucharistie ist auch nicht nur Symbol, wo man sagt, ja, wir machen jetzt mal so Brot und teilen das und dann denken wir daran, was Jesus damals gemacht hat. Nein, es ist in der Materie, kommt Gott in die Welt zurück zu uns, so wie er es versprochen hat, ich werde wiederkommen. Und da ist er kommt wieder im Tabernakel, er kommt wieder auf dem Altar in der Eucharistie. Und warum soll jetzt die Wiederkunft Jesu am Ende der Welt nur symbolisch zu verstehen sein? Also das Ganze, was Gott macht, ist immer konkret, historisch. Und es gibt eben, es wird, so glaube ich das, einen historischen Punkt geben, wo die Welt von Gott an ihr Ende geführt wird. Jetzt hatten wir natürlich damals beim Kalten Krieg, da war das, wir können mit unserem Waffenpotenzial die Welt vernichten, wir können das Ende der Welt selber herstellen. Und dann kam, jetzt ist im Moment, ist Klimakatastrophe aktuell. Jetzt sagen wir können durch die Klimakatastrophe das Ende der Welt selber herstellen. Da weiß ich ehrlich gesagt auch keine Antwort drauf. Ich weiß nur, wenn das hier in der Bibel steht, dass am Ende der Welt Jesus wiederkommen wird, dann wird Gott das Ende der Welt bestimmen und nicht wir. Aber vielleicht ist es so ähnlich wie bei der Kreuzigung.
Da hat ja auch Pontius Pilatus den Auftrag gegeben und die Römer, die Soldaten haben es durchgeführt und trotzdem war es hundertprozentig Gottes Plan. Also es könnte sein, dass menschliche Schuld etwas, ja, durch menschliche Schuld etwas geschieht und trotzdem ist es hundertprozentig Gottes Plan, weil es läuft nichts außerhalb seines Plans und er kalkuliert das Böse sogar noch mit ein. Also ich glaube, dass die Wiederkunft Christi nicht nur symbolisch, sondern sehr konkret, historisch zu verstehen ist. Und vorher sind wir in einer Not, sagt er ja, in jenen Tagen nach der großen Not. An anderer Stelle heißt es nach der großen Drangsal. Ich denke, das ist unser jetziges Leben. Was sehr, sehr wichtig ist, wie ich eben in der Einleitung schon gesagt habe, ist, dass wir, wenn alles vergänglich ist, wenn uns alles weggenommen wird, dass es etwas gibt, was uns keiner wegnehmen kann. Und ich denke, da muss man sich immer wieder auch drauf besinnen. Ich muss an einen schönen Text der Mystikerin Chiara Lubich denken, wo sie dann beschrieb, durch im Zweiten Weltkrieg, in den Bomben damals, und die waren mit mehreren Freundinnen und jeder hatte ihre Pläne, die eine hatte ihren Verlobten, die freute sich auf die Hochzeit, wollte Familie gründen, die andere wollte studieren, Medizin, glaube ich. Ne? Und durch den Krieg sind dann alle die Pläne zunichte geworden. Und der Verlobte ist im Krieg gefallen, mit dem Studium hat nicht geklappt und so weiter und so fort. Und dann haben sie überlegt, gibt es denn etwas, was hält, was uns keiner wegnehmen kann? Ja, und das ist Jesus. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort Gottes, Jesus, wird nicht vergehen. Und das ist doch der Lichtblick jetzt in der Dunkelheit des Novembers, dass wir mitten in dem Schmerz, also ich glaube, keiner findet das schön, dass die Tage kürzer werden, dass es abends dunkel ist und so. Vielleicht findet es einer schön, aber viele finden es nicht schön. Manche haben auch eine Neigung zu Depression oder man fühlt sich irgendwie so energielos oder so erschöpft. Und als ganz anders als die Fröhlichkeit des Sommers jetzt im Moment. Und aber das gehört auch dazu zum Leben und darin gibt Gott dann immer wieder diese Lichtblicke, dass wir wirklich so wie jetzt in der Messe, wir sind mit Jesus verbunden und wir wissen, da ist unsere eigentliche Kraftquelle, da ist das, was uns keiner wegnehmen kann. Hier ist das, was immer trägt. Ich würde gerne noch eine persönliche Erfahrung noch von dieser Woche sagen. Mir ist es diese Woche so bewusst geworden, der Tag hat ja 24 Stunden für jeden von uns. Und dann kann man sagen, eine bestimmte Zahl von Stunden sind wir irgendwie fröhlich, heiter, ist alles gut. Aber bei mir ist es so, es gibt auch eine bestimmte Zahl von Stunden jeden Tag, wo ich mich nicht so top fühle. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dem einen oder anderen aus der Seele spreche oder ob es bei euch allen anders ist. Also bei mir gibt es das, ne? So kann man jetzt beschreiben, wie man will, so Durchhänger, Kraftlosigkeit oder ach ja, Müdigkeit und Nervosität und sowas, ne? Das solche Dinge. Und dann weiß ich, ich muss beten, ich muss wieder zu Gott Zuflucht nehmen. Also es ist nicht, dass man in einer Minute beten, dass sich das dann ändert. Manchmal muss man auch etwas mehr beten. Zum Beispiel Rosenkranz, da kann man ja schön eine halbe Stunde und so. Ne? Und so wie es ist, so ist es. Und jetzt haben wir lesen ja mit einigen Priestern, da möchte ich auch unwahrscheinlich gerne immer wieder Werbung für machen, das Buch In Sinu Jesu, also an der Brust Jesu von einem Mönch, Father McCurban, geschrieben, der in Irland ein Kloster hat. Und ja, dann war an einem Tag, jetzt am Donnerstag, als wir gelesen haben, dann kam dann, ja, ich habe so sinngemäß, sage ich mal, ich habe es jetzt nicht extra nochmal aufgeschlagen, ich habe dein Kreuz, das habe ich genau für dich ausgesucht, das ist für dich genau richtig und so. Und dann dachte ich, wunders, was da jetzt kommt, was der arme Father McCurban jetzt da für ein Leid und für ein schlimmes Kreuz hatte. Ich dachte, irgendeine Krankheit. Und dann kam dann, ja, diese Kraftlosigkeit, diese Erschöpfung, dieses Gefühl von Schwäche. Dann dachte ich, oh, das ist ja genauso wie bei dir. Also ist das genau das Kreuz,
das Jesus für mich ausgesucht hat. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand schon stärker ist als ich, dass der dann auch schon ein schwereres Kreuz kriegt, vielleicht was mit mehr Schmerz verbunden ist. Ne? Und wer noch stärker ist, kriegt wahrscheinlich noch stärker ein schwereres Kreuz, je nachdem, wie stark man ist. Bei mir ist es jetzt nur so ein bisschen manchmal Erschöpftheit, Depressivität, so negativ, so dieses das Gefühl, belastet zu sein. Ne? Aber es gibt bestimmt welche, die oder viele, die haben ja ein viel schwereres Kreuz, aber dass Gott das genau für denjenigen entsprechend der Kraft, die man hat, bestimmt. Und hier kann man wieder sagen, es ist wie bei der Kreuzigung von Jesus. Einerseits ist es der Teufel und Pontius Pilatus und die Römer, die was machen. Und gleichzeitig ist es Gottes Plan, der sagt, ich habe das genau so für dich ausgesucht und es ist genau richtig und genau so, wie es jetzt ist, hilft dir das, ja, geheilt zu werden, geheiligt zu werden, deinen Lebensweg zu gehen und näher zu mir zu kommen. Also wenn das so stimmt, was Jesus sagt, woran ich natürlich auch glaube, und ich habe mich da sehr getröstet gefühlt, dann ist das ja immer richtig. Also 24 Stunden hat der Tag. Ein Tag, eine Stunde, jetzt bin ich ganz heiter oder jetzt ist die Messe, jetzt bin ich total gut drauf, wenn man es mal so sagen darf. Jetzt freue ich mich, ich bin glücklich. Aber dann ist vielleicht wieder so was anderes. Und es ist genau richtig. Es muss so sein. Und ich darf dann auch für alles Danke sagen. Weil jedes Hoch oder jedes Tief ist jetzt genau richtig, damit ich den Weg gehen kann, den ich gehen soll. Und jeder Schmerz ist wirklich für was gut. Also ich habe so einen starken Glauben daran, dass irgendwas wird dadurch zum Guten gewendet. Und wenn ich Ja sage, ist es noch besser, wenn ich Ja sage und sage, ich glaube dir, dass ich vertraue dir, dass es genau richtig jetzt für mich ist, so wie es jetzt ist. Und dann kommt vielleicht noch nicht so schnell der Lichtblick, aber einmal kommt auch wieder der Lichtblick. Also ich glaube, 24 Stunden gehen nicht durch, ohne dass ein Lichtblick kommt. Also es kommen immer Lichtblicke. Das sage ich jetzt auch im Hinblick auf Menschen, die vielleicht noch ein viel, viel, viel schwereres Kreuz. Ich darf da bei Kreuz eigentlich noch nicht mitreden. Ne? Ich bin da, was Kreuz betrifft, noch so im Kindergarten, wenn ich das mit anderen Menschen vergleiche, so wie es bei mir, wie ich das so erlebe. Ne? Aber ich glaube ganz fest daran, es wird keine 24 Stunden geben, wo man nicht auch den Lichtblick hat. Und bei Jesus, als der gekreuzigt wurde, da ist er ja um drei Uhr gestorben. Und für die Soldaten war das ja eigentlich viel zu früh. Die dachten, das kann eigentlich nicht, dass er schon gestorben ist. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ich recht habe. Ich behaupte das auch nicht. Aber ob das nicht auch ein Zeichen von Gott war, dass er ihn erlöst hat, dass er ihn nicht noch länger hat leiden lassen. Also zumindest habe ich in dem Gedanken schon mal so Trost gefunden. Also Gott sorgt für die Lichtblicke. Aber wir sollen Ja sagen, auch zu dem Schmerz und zu dem Kreuz, weil das ist alles richtig, das ist alles sein Plan. Und wenn der Teufel noch so viel gemacht hat, es ist trotzdem Gottes Plan. Auch das ist jetzt wieder ein Geheimnis. Ne? Wieso ist das Werk des Teufels, als Judas ihn verraten hat, ist ja wirklich das Werk des Teufels. Und wieso ist es trotzdem gleichzeitig Gottes Plan? Aber es ist doch einfach, man kann es sich doch leicht machen, wenn man sagt, ich will es nicht alles total verstehen. Ich glaube daran. Ich glaube daran, dass alles, was Gott richtig macht, die ganzen 24 Stunden, die ich erlebe jeden Tag, die sind so, wie sie sind, richtig. Und ich danke dafür. Amen.
beten wir nun das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du das Licht bist in der Dunkelheit dieser Zeit, dieser Jahreszeit, dass du der feste Halt bist in der Vergänglichkeit unserer Welt. Und ja, wir wollen dir danken, dass wir dich nie verlieren können. Alles können wir verlieren, alles kann zerbrechen, aber dich können wir nicht verlieren. Deswegen bitten wir dich, sei du auch für viele Menschen, besonders für unsere Lieben, für die Kinder, für die Enkelkinder, für die wir besonders beten, Halt und Orientierung, und gib, dass sie dich als ihren festen Grund erkennen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, himmlischer Vater, wir bitten dich für unsere Kirche, dass sie eine große Ausstrahlungskraft hat und dass sie Menschen dieses Licht und diesen Halt und diese Orientierung geben kann, egal was passiert. Gott, unser Vater, wir bitten für die Kinder und für die Jugendlichen, dass sie trotz der großen Gottlosigkeit, die wir leider in unserer Gesellschaft erleben, dass sie doch erreicht werden durch Menschen, die ihnen deine Liebe vermitteln, und dass sie auch auf den Weg des Glaubens finden. Gott, unser Vater, wir wollen beten um geistliche Berufungen. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, schenke unseren Diözesen und der ganzen Kirche Priester und Ordensleute, die in voller Hingabe ihr Leben dir und deiner Kirche weihen und deinen Namen in die Welt tragen. Wir rufen zu dir. Herr, schenke uns gute Priester und Ordensleute. Wir bitten dich, schenke uns christliche Familien, in denen Berufungen wachsen können. Wir rufen zu dir. Wir bitten dich, höre auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, der Mutter und Königin aller Priester, wenn sie unsere Bitte um Berufungen an deinen Thron trägt. Wir rufen zu dir. Herr, schenk uns gute Priester und wir bitten dich, Herr, schenke allen unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es immer war und wird ewig sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es immer war und wird ewig sein. Wenn wir einst deine göttliche Herrlichkeit sehen und
wir staunend und sprachlos im Volk vor dir stehen. Dann wird auch unser Ostern sein, werden wir auferstanden sein. Ja, wir werden dich sehen, werden betend da stehen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es immer war und wird ewig sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es immer war wird es ewig sein. Was im Tode war, wird wieder lebendig sein. Die Gebundenen wirst du von Fesseln befreien. Deine Stimme ruft uns herbei, deine Gnade, sie macht uns frei. Freudig werden wir sehen und anbetend da stehen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es immer war und bis ewig sein. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es immer war und wird ewig sein. Wie es immer war und wird ewig sein. Wie es immer war und wird ewig sein. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, die Gabe, die wir darbringen, schenke uns die Kraft, dir treu zu dienen und führe uns zur ewigen Gemeinschaft mit dir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat Großes an uns getan. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns von der Sünde und von der Knechtschaft des Todes befreit und zur Herrlichkeit des neuen Lebens gerufen. In ihm sind wir ein auserwähltes Geschlecht, dein heiliges Volk, dein königliches Priestertum. So verkünden wir die Werke deiner Macht, denn du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht gerufen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig Gott, Herr der Heerscharen. Himmel und Erde sind voll deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, Hosanna, singt dem Herrn. Dem Herrn, Hosanna, dem Herrn. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus,
Nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Helmut und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Dienerinnen und Diener, für die wir heute besonders beten. Und aller, die jetzt hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie selber bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Aposteln und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddäus, Linus, Kletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonos, Johannes und Paulus, Cosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden. Rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle. Nimm sie zu eigen an, mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott. Brach das Brot, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Deinen Tod verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir, deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles.
blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines Hohenpriesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar für deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Dienerinnen und Diener, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wollen wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast zu den Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Gottes Lamm, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Miserere nobis. Gott
Gottes Lamm, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Miserere nobis. Gottes Lamm, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Dona nobis pace. Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Mein Jesus, ich glaube, dass du im allerheiligsten Sakrament des Altares gegenwärtig bist. Ich liebe dich über alles und meine Seele verlangt nach dir. Da ich dich jetzt nicht in der heiligen Eucharistie empfangen kann, bitte ich dich innig, komme geistigerweise zu mir und nimm Wohnung in meinem Herzen. Ich empfange dich, vereinige mich ganz mit dir und bete dich an, mein Heiland und Erlöser. Lass nicht zu, dass ich mich je von dir trenne. Amen. Thank you.
Beten wir um den Heiligen Geist für die ganze Welt mit dem Gebet der Frau aller Völker. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde. Lass den Heiligen Geist wohnen in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die selige Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, wir haben den Auftrag deines Sohnes erfüllt und sein Gedächtnis begangen. Die heilige Gabe, die wir in dieser Feier empfangen haben, helfe uns, dass wir in der Liebe zu dir und unseren Schwestern und Brüdern Christus nachfolgen, der mit dir lebt und herrscht in alle Herr Ewigkeit. Amen. Und nochmal wieder ein großes Dankeschön an unsere fantastische Live-Dean-Band, die uns heute Abend musikalisch begleitet hat. Vielen, vielen Dank. Und hier in der Kirche und im Internet bei Kirche Selfkant auf YouTube geht es weiter mit Heilungsgebet und eucharistischem Einzelsegen. Und ich wünsche allen einen guten und gesegneten Abend. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache unseres Pfarrpatrons, des heiligen Hubertus, segne und beschütze euch der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Zeige uns den Weg, wenn der Morgen winkt. Zeige uns den Weg, wenn die Sonne sinkt. Zeige uns den Weg, zeige uns den Weg. Zeige uns den Weg, der zum Ziel uns bringt. Zeige uns den Weg, wenn uns nichts wird. Zeige uns den Weg, wenn uns manches glückt. Zeig uns den Weg, zeig uns den Weg, zeig uns den Weg, der zum Ziel uns bringt. Zeig uns den Weg, wenn wir ratlos sind. Zeig uns den Weg, wenn uns nichts gelingt. Zeig uns den Weg, zeig uns den Weg, zeig uns den Weg, der zum Ziel uns bringt. Zeig uns den Weg hier in dieser Zeit. Zeig uns den Weg in die Ewigkeit. Zeig uns den Weg, zeig uns den Weg, zeig uns den Weg, der zum Ziel uns bringt. Zeig uns den Weg, wenn der Morgen fängt. Zeig uns den Weg, wenn die Sonne sinkt. Zeig uns den Weg, zeig uns den Weg. Me hope, you made me whole at the cross. You took my place, you showed me grace at the cross where you died for me. And his glory appears like the light from the sun. Age to age he shines. Oh, look to the skies. Hear the angels cry, singing holy. The Lord. Du heiltest mich, gabst Zuversicht. Dort am Kreuz. Du hast befreit, Gnade gezeigt.
dort am Kreuz, wo du für mich starbst. Deine Herrlichkeit strahlt wie das Sonnenlicht. Für alle Zeit scheinst du. Wir schauen auf zu dir, hören der Engel Lied, heilig, heilig ist der Herr. Deine Herrlichkeit strahlt wie das Sonnenlicht, für alle Zeit scheinst du. Wir schauen auf zu dir, hören der Engel Lied, heilig, heilig ist der Herr. Bist du, Jesus, im allerheiligsten Sakrament des Altares? Jesus, es ist gut, dass wir zu dir kommen. Es ist etwas Intimes, was auch nur im geschützten Raum geschehen kann. Hier im geschützten Raum der Kirche lädst du uns ein, dem Himmel deutlich näher zu sein, näher zu kommen als im profanen Alltag. Hier, wo dein Leib gegenwärtig ist, ganz konkret, umgeben von den Engeln, die das heilig singen, wie es eben besungen wurde. Hier ist wirklich eine Gemeinschaft, eine heilige Gemeinschaft gegenwärtig, auch in der unsichtbaren Welt. Und im Hochgebet haben wir die vielen Heiligen, die Apostel, genannt, die auch bei uns sind, die uns in unsichtbarer, aber doch kraftvoller Gegenwart anfeuern, bestärken, ermutigen und manchmal auch halten, wenn wir normal gefallen wären. Jesus, wir wollen uns das wirklich jetzt vergegenwärtigen. Am besten kann man es sich vergegenwärtigen, wenn man im Gebet auch alle anspricht, alle anruft. Ihr heiligen Engel. Ihr heiligen Engel, seid willkommen hier am Thron Gottes, wo Jesus auf dem Thron sitzt und wo du, himmlischer Vater, auf dem Thron sitzt und wo du, Heiliger Geist, die Liebe bist. Seid willkommen, ihr Heiligen, die ihr vor dem Thron niedergekniet seid, niederfallt, eure Kronen hinlegt. Und dass wir aufgenommen werden dürfen in diese Gemeinschaft. Heiliger Geist, du bist die Liebe.
Du liebst Jesus über alles. Und du liebst den Vater über alles. Und du möchtest uns, Jesus, nahe bringen. Ohne dich wären wir jetzt nicht hier. Du willst diese Liebe, diese Begeisterung, diese Freude uns ins Herz schenken, dass wir uns zu Jesus hingezogen fühlen, dass wir gerne zu Jesus kommen. Und du bist das brennende Feuer in unseren Herzen und in den Herzen aller Heiligen. Und sogar auch mit den armen Seelen sind wir verbunden, jetzt hier in diesem Anbetungsgebet. Alle sind dabei, alle machen mit. Alle wenden sich dir zu, dem dreifaltigen Gott. Alle schenken dir ihr Herz, dem dreifaltigen Gott. Ob sie nun in der Reinigung sind, ob sie in der Herrlichkeit sind, oder ob wir hier auf Erden sind, in der Drangsal. Hier ist der Lichtblick. Hier ist das helle Licht des Himmels. Noch wichtiger als vor unseren leiblichen Augen ist, dass dieses Licht in unsere Seelen hineinstrahlt. Dass wir uns von diesem Licht umfangen wissen. Jesus, du hast es so gewollt und so eingerichtet bei der Erschaffung der Welt, dass die Tage manchmal länger und manchmal kürzer sind. Sogar den Tod hast du verfügt, weil du weißt, dass es für uns wichtig ist, durch den Tod zur Herrlichkeit zu gehen. Und sogar die Mühsal hast du verfügt, weil du weißt, dass es für uns wichtig ist, dass wir das brauchen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Aber wir vertrauen dir, guter Vater, dass du alles richtig gemacht hast, dass alles zur Heilung dient, zur Heilung unserer Seele und zur Heiligung. Und so wie die Heiligen für uns beten, so wollen auch wir Fürbitte halten, ganz besonders für die, die dieses Licht nicht sehen, die meinen, ihr Leben hätte keinen Sinn, die in der Versuchung sind, sich das Leben zu nehmen, für alle, die unter Depression leiden, für alle Schwermütigen, für alle, die nicht mehr lachen können, sei du der Lichtblick. Für alle, die schwere Schuld auf sich geladen haben, für alle, die sich schämen, die nicht über ihren Schatten springen können, die nicht um Verzeihung bitten können. Für alle, die gebunden sind, deren Seele gefangen ist, die nicht loslassen können, was es auch ist, ob es ein Menschen ist, eine falsche Beziehung, eine Sucht. Und für alle, die dämonisch gequält und verfolgt werden, dass sie Linderung und Erleichterung finden und Befreiung.
Für alle, die unter körperlichen Krankheiten leiden, die unter Schmerzen leiden, schenke du Lichtblicke, Erleichterung, Linderung. Beschirme und beschütze die Kinder. Beschirme und beschütze die verfolgten Christen, alle, die jetzt besonders leiden in Gefängnissen. Beschirme und beschütze die einsamen Menschen in Krankenhäusern, in Altenheimen, die unter den Einschränkungen von Covid besonders leiden. Jesus, wir vertrauen dir und wir überlassen uns ganz dir. Und so wie du es machst, so ist es richtig. Amen. Noch genug. Wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Wie viel mehr gibst du uns deinen Geist?
Vater, ich danke dir, von deinen Gaben leben wir, und was wir haben, kommt von dir, du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich, lässt deine Kinder nie im Stich, du bist so gut zu mir. Wer bittet, dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden, wer anklopft, dem wird aufgetan. Ein Vater gibt seinen Kindern all das, was sie brauchen. Wie viel mehr gibst du uns deinen Geist? Vater, ich danke dir, von deinen Gaben leben wir, und was wir haben, kommt von dir. Du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich, lässt deine Kinder nie im Stich. Du bist so gut zu mir. Vater, ich danke dir. Vater, ich danke dir. Von deinen Gaben leben wir. Und was wir haben, kommt von dir. Du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich. Lässt deine Kinder nie im Stich, du bist so gut zu mir. Vater, ich danke dir, von deinen Gaben leben wir, und was wir haben, kommt von dir, du bist so gut zu mir. Vater, ich preise dich, denn du bist immer da für mich, lässt deine Kinder nie im Stich, du bist so gut zu mir, du bist so gut zu mir, du bist so gut zu mir. Du bist so gut zu mir. Du bist so gut zu mir.
take me back to the garden, lead me back to the moment I heard your voice, take me back to communion, lead me back to the moment I saw your face, and it was so, so simple. It was easy to love, no space between us, it was easy to trust, 'cause you are closer, closer than my skin. This is where I'm meant to be. You are in the air I'm breathing in.
Ja, da möchte man am liebsten das Schweigen gar nicht durchbrechen nach dem schönen Gesang. Nochmal Dankeschön an Alessa und Josef. Dankeschön an euch alle fürs Mitdabeisein, fürs Beten. Und ich wünsche allen eine gute und gesegnete Nacht.